Also, der Besitzer des Autos sagte zu mir, wenn wir den auf Sport stellen, dann macht der richtig Spaß. Sonst nicht. Sonst nicht. Alter Schwede, das Ding geht gut. Das ist das T-Shirt, was ich hatte in meinem Schrank. Habe ich heute mitgenommen. Ich bin echt müde. Schlecht geschlafen, warum auch immer. Aber dafür fahren wir heute was richtig Cooles. Einen BMW Alpina. Und zwar den Dreier. B3 heißt er. Von außen sehr schick. Sieht schon sehr sportlich aus, der Dreier, ne? Ja. Ja. Ich finde den Dreier allgemein ein sehr schönes Auto vom Design her. Ich mag den auch sehr als Kombi, ne? Den Dreier. Mhm. Ja, ich bin sowieso ein Kombi-Fan. Ich mag die Kombis. So, ich mach zu, damit er nicht auf und zu geht die ganze Zeit. Mhm. Ich mache jetzt auf, damit er nicht zugeht. Genau, so sieht's aus. Was machen wir zuerst? Fahren oder quatschen über von außen? Wir quatschen. Aber du hast es sauber gemacht. Ja. Ja, das da schneiden wir raus. Nee. Ich möchte, dass da drin bleibt. Das ist so, wenn der Kevin nicht da ist, weißt du? Richtig. Katastrophe. Schön. Auch die blaue Bremse finde ich cool. Sind das die gleichen Felgen wie beim XD4? Vom Design ja. Mhm. Ja, ein typischer Alpina. Das Design, das spiegelt sich seit mehreren Jahren wieder. Finde ich cool. Okay. Findest du, dass die Linie, das, ich sag mal, das eckigere, eher zu dem Auto passt als zum XD4? Etwas. Schlecht sieht er nicht aus. Ich sag mal so, so würde der Dreier als Prior nicht aussehen, aber der sieht schon mal nicht schlecht aus. Also ich finde die Streifen bei dem Auto sehr, sehr schön, sehr filigran, aber ich glaube zu dünn und zu filigran, dass er eine Dauerlösung ist. Wenn ich schon mal hier und da gucke, geht das schon ab. So eine ganz dünne Linie, ne? Waschen, Waschanlage oder selber mit dem Schwamm, wenn du so wäscht natürlich, du haust da immer wieder rein und gefährlich, dass da irgendwie ein Schaden entsteht. Ja, das ist auch hier, wenn du zum Beispiel schnell fährst, nach vorne hast du schon die ganzen Streifen weg. Ja, genau einmal. Jetzt geht gar nichts. Jetzt. Doch, jetzt, Junge. Dann starte mal. So, auf die Plätze. Fertig. Los. Oh. Der ist schon viel besser als der X4. Als Benzinchen. Oh. Blablabla. Also, der Besitzer des Autos sagte zu mir, wenn wir den auf Sport stellen, dann macht der richtig Spaß. Sonst nicht. Sonst nicht. Ich finde den Lenkrad echt geil. Tacho bis 340. Oh. Ehrlich jetzt? Gucken wir mal, ne? Ob die 340 schafft. Der Alpina, den wir gerade fahren, hat 463 PS. 62. Hab's schon gesagt. 63. Ich habe gemerkt, gerade beim Losfahren, habe ich gemerkt, da ist ein PS mehr. Und weil ich hier drin sitze, hat er ein PS mehr. Ja? Stimmt. Siehst du? Nein, okay, der hat 462 PS. Mhm. Und der M hat 510. 10, ne? Ja. So, ja, bin ich gespannt, ob der M besser ist. Das ist die Frage, ne? Obwohl, ich kenne BMW, die haben bestimmt 560, 580 PS, die M-Modelle. Das ist wie bei Porsche. Porsche sagt immer Bescheid, auch nicht, wir haben nur 500 PS. Gestern hier auf Leistungsprüfstand hatte man Ding 600. Also ich finde aber, der Preis liegt bei 81.000. Ja. Und 85.000 kostet der M. Beide Basismodelle, ne? Ich glaube, da würde ich lieber einen M kaufen. Ich denke auch. Also die 4.000 Euro macht den Braten nicht fett, bei, in der Summe. Und aber der klingt anders, der M. Also den M, den wir hatten letztes Jahr, der klingt anders. War anders. Auch die Sitze waren anders. Also das war ein anderes Auto. Ja, stimmt. Also da muss ich mal sagen,
Ein Minus. 92.000, also der Competition. Und der ist komplett verspoilert, der sieht schon richtig, richtig mega aus. Oh, ja. Man hört BMW, oder? Mhm, ja, BMW hörst du immer. Das ist wie Porsche. Porsche und BMW haben beide so, finde ich, so dreckigen Sound. Im positiven Sinne. Mhm. Ja, so einen rauen, dreckigen Sound. Also, eins muss ich mal sagen, ich fahre jetzt aktuell den X5. Und der verführt dich schon zum schnellen Fahren. Ja, du merkst es kaum noch. Ne? Nee. Das ist das. Und das geht so flott. Ne? Achtung, ich beschleunige ein bisschen. Warte. Hier 70, mein Freund. Hier, guck mal. Oh, jetzt. Hui. Oh, Scheiße. Ja, doch, ne? Ob der langsamer als der M ist? Das weiß ich, glaube ich nicht. Oh, Scheiße, okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet, meine Damen und Herren. Beim besten Willen. Ja. Vielleicht ist das doch sogar besser, dass man keinen M kauft. Weil von außen denkt jeder, ach, ist ein Dreier. Ein bisschen was gemacht, optisch, ne? Also fertig, Familienkutsche, ja. Denkt jeder, ach, nicht mal ein M. Ja. Aber den geht richtig gut. Und vor allen Dingen, der Punkt ist ja auch, es gab ja den M3 als Touring, gibt es ja jetzt erst. Ne? Mhm. Und den Alpina gibt es ja schon länger. Naja. Aber den M3 Touring hätte ich auch noch schon gerne live gesehen. Ja. Habe ich noch nie gesehen. Ja. Hast du schon gesehen? Nee. Nee, aber ich finde den auch ziemlich interessant. Obwohl, ich finde persönlich einen 3er oder eine C-Klasse für mich persönlich zu klein. Also muss schon Minimum 5er sein oder eine E-Klasse oder die Audi A6, so in dem Stil, in der Größe. Eigentlich sogar etwas höher für mich selber. 7er BMW finde ich auch super sexy. Wie findest du die Übersicht in dem Auto? Sehr gut. Ja? Wirklich, ja. Oder? Ja. Schön. Sitze sind gemütlich. Patate runter. Kollege, wo guckt man hier bei BMW? Wo ist das hier? Oder was? Nee, ich glaube wieder an dem Blick, ja. Ja, such mal. Also, der Verbrauch ist bei 11,7 Liter. Ist nicht von uns, sondern durchschnittlich, was der Fahrzeugbesitzer gefahren hat. Warte, also hat 1350 Kilometer? Nee. 51 oben. Ach, da oben. Doof. Also 51.965 Kilometer. Ja. Obst. Obst? Obst, die Kamera. Obst. Ja gut, der ist gut. Na ja. Feuer? Feuer. Oh ja. Alter, der macht Bock. Das war schnell. Ja. Und der Sound ist natürlich richtig, richtig geil. Ja, jetzt mal, ich drück mal auf Sport hier heimlich. Feuer! Jetzt geht die Luzi ab, Junge. Ein gewisser Fernsehsender ist auf uns gekommen. Wir haben eine Automagazin-Sendung, sag ich mal so, die meistens Sonntag kommt, also eigentlich immer. Und da haben wir letztens was Schönes gedreht, was bald kommt. Ja, hast du sogar schon gesagt. Ja? Aber ist ja nicht schlimm. Doppelt hält besser. So sieht's aus. Also, Fazit, geil. Schnell, ne? Blablabla. Oh, der blubbert so ein bisschen. Ja. Das mag ich, ne? Blablabla. Ich war auch immer so. Guck mal, ein Jupiter vor uns. Jupiter? Mhm. Da ist Jumper, aber. Ich finde, das sieht aus wie ein Jupiter. Wo ist das? Sehr aggressiv, Kollege, sehr aggressiv. Ich oder das Auto? Nein, beides. Nein, das ist wirklich, also der überrascht mich. Oder der hat mich überrascht, ja. Oder beides? Beides. Ach doch, der macht Bock, ehrlich jetzt. Ja. Es fühlt sich schon an wie so ein kleiner M3, ne? Ja. Ui. Alter Schwede, das Ding geht gut. Nein, viele haben gesagt, wir sollen im RS6 fahren. Von Abt, aber wir hatten so ein Ding. Der Abt selber, ne? Hat einen. Ja, Nee. Meinst du, haben die sowas? Weil die sollten wirklich
abartig sein. Ja? Mhm. Und der ist ja so schon extrem gut. Ich finde im RS6 sowieso ein sehr, sehr, sehr schönes Auto. Wie findest du die Farbe von dem Auto? Würdest du einen so einen kaufen? Nein. Problem ist, ich mag nicht so wirklich blau und nicht so wirklich grün. Mhm. Manchmal aus Not oder wenn der Preis wirklich top ist, würde ich eins kaufen. Aber jetzt für mich selber, nein. Ich habe letztens eine schöne Harley angeboten bekommen. In blau? In mattblau. Und sagen, nein, warum nicht anderes, aber so eine limitierte Version und bla bla bla. Hab gesagt, okay. Das ist sexy. Zügig. Genau. Ja. Wie gesagt, ich bin nicht der Heizer oder so, ne? Ich brauche das nur manchmal so 5 Minuten. Dann bin ich wieder glücklich. Oft reicht auch einfach nur der Klang. Genau, ja. Das ist auch wie bei dem Yaris zum Beispiel. Der Yaris gibt mir auch so ein Gefühl. Ja. Ja, mit 261 PS. Aber ich habe dieses geile Gefühl, dieses Glücksgefühl. Ich weiß nicht wieso, aber die meisten von euch werden das kennen. So, ab nach Hause. Oh, da steht mein schöner BMW. Warum fett und wird's? Echt schön aus, ne? Mhm. Die Farbe und alles. Wie gesagt, ich bin da nicht so BMW-Typ gewesen. Aber die letzten Modelle haben mich so ein bisschen geflasht. Ja. Bin ich schon. Soll ich ihn wieder querstellen, oder? Ich wollte ja gleich noch ein paar Aufnahmen machen. Ja. Tag. Er war im Müll hier wieder. Mhm. Wochenende war wahrscheinlich wieder Party. Ja. Party hart hier. Hier wird gerappelt wie die Kanickel bei unserem Grundstück. Und danach gibt es nicht die Zigarette danach, sondern die McDonalds-Tüte danach, ehrlich. Ja, tatsächlich ist das so. Das schneiden wir jetzt nicht raus. Okay. Ich wollte was sehen. Okay. Sieht gleich aus, nur hier Alpina-Logo. Ich dachte, was Besonderes, vielleicht in Carbon oder sowas, die Motorhaubabdeckung. Oh. Check. Alles klar, machen wir ein schönes Foto für Titelbild und dann ist Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.